Hallo, meine Lieben, hier ist die Toni mit einer Legung für euch. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken für eure lieben Kommentare, für die Likes und ich bedanke mich natürlich auch bei all denjenigen, die mein Wertschätzungskonto hier bedenken für meine Legung. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ja, ich begrüße natürlich auch alle neuen Zuschauer und Abonnenten hier bei uns. Auch an euch ein riesen Dankeschön. So, meine Lieben, wir schauen jetzt hier heute wieder in die Karten. Ich bin sehr gespannt. Wir machen eine Liebeslegung. Ja, es wird eine Liebeslegung. Wir schauen auf die Liebe. Es ist eine allgemeine Legung, bitte achtet darauf. Ja, führt mal da rein. Kann sie eine Botschaft für dich enthalten? Fühlst du dich hier resonanzig oder nicht? Und ja, dann schauen wir mal. Ihr findet alle verwendeten Kartendecks hier unter diesem Video in der Infobox, ja. Dort findet ihr auch meine E-Mail-Adresse, falls ihr euch mal eine private E-Mail wünscht. So, meine Lieben, wir gehen rein. Ich möchte hier ganz gerne auf die Liebe schauen. Und ich würde hier gerne wissen, mit welcher Energie bist du hier in dieser Verbindung, die du hier gerade hast mit deinem Gegenüber, gerade, ja, wie schwingst du gerade? Ja, wie schwingst du gerade in eurer Verbindung? Welche Energie kommt von dir? Oh. Du zeigst mir hier die 10 der Stäbe. Das zeigt mir hier, womöglich bist du so ein bisschen hoffnungslos im Moment, ne? Ein bisschen ausgebrannt mit den 10 der Stäben. Vielleicht bist du auch überfordert mit der ganzen Situation im Moment, ne? Ich sehe hier sehr viel Energie, die dir hier, ja, ich sag mal, gezogen wird oder die du hier investiert hast. Und natürlich, die Stäbe sind Feuer. Es geht hier auch um sehr viel Anziehungskraft, ja. Und diese Anziehungskraft ist sehr, sehr stark. Und es kann sein, dass du das sogar körperlich spürst, ja, dass du so ein bisschen ausgelaugt bist. Und das kann natürlich sein, ne, wenn man Tag und Nacht ans Gegenüber denkt, das zieht unheimlich Energie. Ja, wenn man an nichts anderes mehr denken kann, wenn man sich vielleicht auch Sorgen macht, wo ist er oder sie, warum meldet man sich nicht, ne? Du bist hier ein bisschen, ja, überfordert und belastet auch, ja. Okay, wir schauen mal weiter, wie geht es denn deinem Gegenüber hier gerade? Was, oh, er hat das Ass der Schwerter. Das Gegenüber, egal ob männlich oder weiblich, ne, ist ja eine allgemeine Legung, zeigt hier das Ass der Schwerter. Also hier möchte jemand gerne etwas klären. Jemandem ist hier vielleicht etwas bewusst geworden, hat hier eine Erkenntnis gehabt mit dem Ass der Schwerter. Gibt es hier die Chance und die Möglichkeit, wirklich etwas zu klären? Hier kann es um eine Aussprache gehen. Das Ass der Schwerter ist immer auch so ein bisschen so eine vielleicht kühle Energie. Ja, es ist Luft und es ist natürlich die Chance. Also hier überlegt jemand, ob er in Kommunikation geht zu dir. Und das Ass der Schwerter kann natürlich auch eine gewisse Distanz hier anzeigen, ja. Dass hier jemand darüber nachdenkt, ob er sich vielleicht eher ein bisschen rauszieht aus der ganzen Energie, die euch hier verbindet, ja. Okay, das würde natürlich Sinn machen, warum es dir hier gerade so vielleicht ein bisschen, ja, an die Nieren geht, ne. Welche Energie liegt denn zwischen diesen beiden? Wir haben die Herrscherin und die 5 der Kelche, guck mal. Ich nehme hier eine ganz, ganz, ja, weibliche Energie wahr mit der Herrscherin. Das ist ja die Mutter, ne? Das sind hier, das ist für mich so eine Energie von, ja, man möchte hier gerne, dass etwas fruchtbar wird, dass etwas gedeiht, ja, dass etwas sich entfaltet auch, ne? Es hat aber nicht funktioniert, ja, oder es funktioniert im Moment nicht. Wir haben die 5 der Kelche. Etwas ist hier nicht so, wie man es gerne hätte, ja. Die 5 der Kelche ist so eine Energie des Kummers und vielleicht auch des, ich sag mal, man fühlt sich vielleicht verlassen, ich sag's mal so. Vielleicht ist man auch sehr, sehr enttäuscht, ja, die Energie zwischen euch beiden, ne? Das kann hier beidseitig sein, das muss nicht nur deine sein, ja, obwohl die Herrscherin hier auch natürlich eine sehr weibliche Energie ist, ja. Also man hat hier wirklich darauf gehofft, dass es hier, ich sag mal, an Gefühlen oder auch generell in der Beziehung einen Zuwachs gibt, ja. Und das kann natürlich auch ein Zuwachs sein in Form einer Schwangerschaft natürlich. Aber hier sollte etwas wachsen, man wollte etwas aufbauen, ja. Vielleicht auch sehr hingebungsvoll, hat hier irgendwie nicht funktioniert, ne. Hier gab es eine Enttäuschung, einen Verlust, ja. Die 5 der Kelche ist Kummer, Liebeskummer auch. Vielleicht seid ihr da beide gerade drin, ne. Ja,
Dich nimmt das wirklich sehr, sehr mit und dein Gegenüber hatte hier vielleicht eine kluge Erkenntnis. Ich bin jetzt sehr gespannt, was wir hier noch erfahren dürfen. Unterm Deck haben wir den Ritter der Schwerter, was hier auch Luftenergie ist und somit nehme ich an, das kommt von hier. Es kann sein, dass dein Gegenüber hier vielleicht gerade wirklich in so einer Wut ist. Ja, das ist ja so, also der Ritter der Schwerter. Das ist so eine Energie, die ist sehr kühl, die kann ja nüchtern sein, vielleicht auch frostig. Ne? Das zeigt mir hier so eine Energie einer Krise an, ja, als ob ihr hier wirklich in einer Krise seid. Es ist auch so ein bisschen, ja, ich sag ja unterkühlt, vielleicht sogar emotionslos, ja. Wir gehen da jetzt mal rein. Ich möchte gerne mal schauen, wie sieht es denn hier bei dir aus? Worüber denkst du denn nach? Was beschäftigt dich hier gerade so sehr? Bin ich gespannt. Was beschäftigt dich? Und danach schaue ich noch gern, was, ja, guck mal. Die 10 der Stäbe, die du hier auch zeigst energetisch und die 3 der Schwerter. Du bist hier enttäuscht und schmerzt vielleicht auch wirklich. Oh. Ja, es ist schon sehr passend. Hier liegst du nochmal als Königin der Kelche mit den 10 der Stäben. Ich würde hier gerne mal schauen, welche Gedanken machst du dir? Also was ist hier los? Was ist hier los? Ja, du wünschst dir, dass das hier weitergeht, dass ihr gemeinsam hier anpackt. Du wünschst dir beidseitiges Interesse, beidseitiges Engagement. Du wünschst dir, dass hier von beiden Seiten, dass ihr es schafft, in die Aktion zu gehen, dass ihr vorwärts kommt, dass ihr beide Feuer gefangen habt, dass ihr beide daran arbeiten wollt, mit den 3 der Münzen hier etwas aufzubauen. Ja, darüber denkst du nach. Du denkst darüber nach, dass der einzige Weg, das hier zu schaffen, darin besteht, dass ihr es beide wollt. Dass ihr beide eure Zeit, eure Liebe, Kommunikation aufrechterhaltet. Dass ihr beide all in geht hier und etwas tut. Jeder muss etwas tun. Die 3 der Münzen ist eine Karte, ja, die steht auch für Teamwork. Es kann sich mit den 3 der Münzen und den 8 der Münzen auch um eine Liebelei am Arbeitsplatz hier handeln. Ja, vielleicht auch um eine Affäre mit dem Ritter der Stäbe. Aber das ist hier eine Energie. Dieser Ritter, das ist sehr viel Leidenschaft, sehr viel Feuer. Ne? Und schau mal, du hast hier schon sehr viel gegeben. Du hast hier schon sehr viel gegeben und du bist hier ausgebrannt. Und darum ist dein Wunsch, dass diese Leidenschaft von euch beiden da sein muss. Beide sollt ihr geben. Darüber denkst du nach oder es ist dir, ich will es mal so sagen, es ist dir bewusst, ja, dass du das nicht allein aufrechterhalten kannst, was ihr hier habt. Ja. Also es zeigt mir hier schon, dass du vielleicht das Gefühl hast oder hattest, dass das hier eher von deiner Seite mit sehr viel Leidenschaft vorangetrieben wurde. Ja. Ich würde gerne mal schauen, wie geht es dir denn jetzt so auf der Herzebene? Wir nehmen die Karten, die rausfallen gerne. Es sind 2, die habe ich jetzt aus Versehen. Guck mal. Der Ritter der Schwerter, ne? Den haben wir auch hier unterm Deck. Also es ist hier momentan höchstwahrscheinlich eine eher frostige Stimmung zwischen euch. Mit der Hohen Priesterin, ja? Es ist hier angezeigt, dass ihr auf Seelenebene verbunden seid, auf jeden Fall. Und wir haben hier den Ritter der Schwerter und hier haben wir den nochmal. Ja, also etwas ist hier abgekühlt, ja. Und mit der Hohen Priesterin hier auf der Herzebene ist es das, was du fühlst, ja. Denn das ist deine Intuition, das ist deine innere Stimme, ja, die dir zeigt, die dich spüren lässt, diese Kälte von da drüben, die da kommt. Ja, es fehlt jetzt hier natürlich noch die 3. Karte, aber das ist mal das, was mir hier als erstes direkt reinkam eben, ne? Ja, du spürst das und du hast Zweifel und das liegt dir ganz tief auf dem Herzen hier, ne? Da sind schon Wunden da, ne? Es sieht mir auch so aus, eben dein Innerstes, ja, du offenbarst dich hier nicht mehr. Ja, du spürst diese Kälte, ja, du bist hier vielleicht auch ein bisschen hoffnungslos, du hast
Zweifel hier auch. Ne? Du versuchst hier wirklich eine Lösung zu finden. Wie können wir hier rauskommen? Oder wie kann ich hier rauskommen aus der Situation mit der Hohen Priesterin? Das ist ja auch eine große Schutzkarte. Das ist, ja, also du versuchst hier auch wirklich verständnisvoll mit dir selbst auch zu sein. Ja, auf dich selbst hier zu hören. Und die Hohe Priesterin, die steht auch immer für eine sehr intensive Liebe. Ja, für ein Verständnis. Und die Hohe Priesterin strebt nach einer spirituellen Liebe. Ja, das heißt, es muss nicht unbedingt nur körperlich sein, sondern hier geht es wirklich darum, dass Seelen miteinander verbunden sind. Ja, dass man sich vielleicht auch, ja, man fühlt sich, ja, in der Seele, man fühlt sich vielleicht auch körperlich, obwohl man nicht beisammen ist. Und was du hier fühlst, was dir so reinkommt, ist eine, vielleicht ein Zorn, vielleicht ein Unmut, vielleicht eine Kühle. Ja, und mit den zwei der Schwertern ist dir auch so ein bisschen das Vertrauen hier verloren gegangen, weil du Kälte spürst vom Gegenüber. Das ist das, was mir hier reinkommt, ja. Da kannst du mal schauen, ob du hier in Resonanz gehst oder nicht, mein Schätzelein, ja. Unterm Deck haben wir nochmal die zwei der Kelche. Ich sage nochmal, weil auch die Hohe Priesterin für eine Seelenverbindung steht, ja. Die Zwei der Kelche ist eine wunderschöne Karte. Hier geht es um liebevolle Begegnungen. Hier geht es darum, dass zwei Menschen sich verliebt haben. Zwei Menschen wollen sich hier begegnen in der Liebe. Ja, das haben wir bei dir unterm Deck. Das heißt für mich ganz klar, dass dir bewusst ist, dass ihr beide Gefühle füreinander habt. Ja, aber diese Liebe macht dich hier wirklich... Es ist anstrengend und es sieht so aus, also dein Herz spürt, okay, da kommt im Moment nur Kälte. Da ist im Moment vielleicht ein Stillstand, ja, weil mit den zwei der Schwertern, das ist keine Aktion, ne, außer ein Nachdenken, dass der Versuch, eine Lösung zu finden, der Versuch, durch Zweifel hindurchzugehen einfach. Und die zwei der Schwerter, man sagt da auch immer, das ist der Gegenpol zur Hohen Priesterin. Die Hohe Priesterin weiß, die zwei der Schwerter wissen nicht, die sind unentschlossen, die haben Zweifel. Keine Zweifel, Zweifel. Und was ich hier sehe, ist wirklich die Hohe Priesterin, du spürst hier irgendwie, dass vielleicht die Zweifel auch berechtigt sind. Dass diese Kühle, dass jemand sauer ist, dass jemand wütend ist vielleicht auf dich, ja. Ja. Weil natürlich ihr verbunden seid, ne? Darum kannst du das spüren. Sehr, sehr spannend, ja. Jetzt schauen wir mal hier bei deinem Gegenüber. Hier ist großes Bedauern da, dass hier etwas nicht wachsen kann. Etwas wächst nicht auf natürliche Art und Weise. Wichtig, ja. Es gibt Liebe, die ist einfach da, die wächst aus sich heraus. Und dann gibt es Liebe, in die man... immer wieder investiert, in der man immer wieder einen Impuls dem Gegenüber geben muss, damit das Gegenüber wieder in diese Verbindung mit einsteigt. Und das ist das, was ich hier wahrnehme. Als ob du vielleicht immer wieder in Aktion gehen musstest, Stäbe ist Aktion, ja. Als ob das immer von dir kam, ne? Und du denkst darüber und sagst, nein, es muss beidseitig sein. Wir müssen hier beide dran arbeiten. Es kann nicht einer alleine schaffen. Du hast dafür keine Kraft mehr, ja? Und das, was du wahrnimmst von drüben, ist eher vielleicht auch Desinteresse und Kälte. Momentan, ja? Du kannst es natürlich nur spüren, weil ihr hier verbunden seid, was mir auch zeigt, es kann nicht nur Desinteresse und Kälte sein. Sonst würdest du das nicht spüren können, ne? Wenn dieser Mensch nicht auch in deine Richtung offen wäre. Ne? Ja, das kommt mir, als ob das so eine einseitige, ich sag nicht eine einseitige Kiste ist, aber als ob sämtliche Aktion, diese Verbindung am Leben zu erhalten, aus deiner Richtung kam, kommen musste, ja, bevor hier wieder jemand in eine Handlung gegangen ist. Ne? Und das ist hier ganz einfach das natürliche Wachstum dieser Liebe, das natürliche, diese Erhebung dieser Liebe, ich sag's mal so, oder das Wachstum der Gefühle, der Liebe in wirklich etwas Wahrhaftiges, ja, in vielleicht auch in der Familie, in eine wirkliche, leidenschaftliche, gegenseitige Liebe, ich sag's mal so, das hat hier nicht funktioniert, ja, das ging nicht. Darum nehme ich wahr, dass hier sehr viel von dir kam,
Das ist hier mit sehr viel Kummer, Verlust und man hat auch das Gefühl, vielleicht man hat hier versagt, ja. Aber ich denke, wenn du so denkst, es muss von beiden Seiten kommen und ich habe so viel gegeben, ich mag hier nicht mehr, ich habe eigentlich keine Hoffnung mehr, dann bin ich hier klar auf deiner Seite, ne? Weil es grundsätzlich so ist, etwas kann nur wachsen und gedeihen, eine Liebe, wenn es beidseitig ist. Wenn beide Partner, Seelenpartner, Seelengefährten, verliebte Menschen, ja, Interesse zeigen, ja, und wirklich, ja, und guck mal, hier haben wir sogar noch die 9 der Kelche, das ist ein großer Wunsch von dir, dass das hier, dass das so geschieht einfach, ja. Es müssen beide daran arbeiten, dass hier etwas wachsen darf, dass etwas wirklich wahrhaftig mit dem Münzenerdenergie zustande kommen kann, ja. Da bin ich bei dir. Ganz klar. So, jetzt schauen wir mal, was ist hier bei unserem lieben Gegenüber gerade so im Feld? Was ist da los? Einmal noch bitte. Worüber denkt denn hier unser Gegenüber nach? Was ist denn da so los? Hierophant. Du hast die Hohepriesterin, er zeigt den Hierophanten. Das ist die Verbindung, die ihr habt, die ist da. Ja? Und darum ist auch hier dein Gefühl vielleicht gar nicht so verkehrt, dass hier etwas sehr kühl ist. Vielleicht ist hier auch dein Gegenüber sauer und enttäuscht und hat hier was zu sagen. Auch das kann sein. Ne? Hierophant, Hohepriesterin, hier ist eine ganz klar eine Verbindung da zwischen euch. Worüber er hier nachdenkt oder was hier gerade ihn beschäftigt, ist hier mit den 9 der Münzen. Er wünscht sich eine Verbesserung, ja. Und du hast mir hier die 8 der Münzen gezeigt. Ja, beidseitiges Aneinanderarbeiten, an dieser Verbindung hier investieren, dass hier was wachsen kann. Ne? Und er hat hier die 9 der Münzen, ja. Es kann hier natürlich auch berufliche Themen sein, um die er sich hier gerade Gedanken macht, vielleicht um eine Beförderung, vielleicht wünscht er sich hier eine bessere Entlohnung. Ja, auf jeden Fall geht es hier darum, dass er hier darüber nachdenkt, wie er hier eine Verbesserung der Situation herstellen kann. Die 9 der Münzen ist auch eine Karte, die zeigt hier eine Begegnung an, die zur rechten Zeit geschehen wird. Das ist eine Begegnung, die einen sehr glücklich macht. Ja, das ist quasi die Begegnung mit der Fülle. Ja, und wir haben hier noch die 2 der Münzen, die hier sagt, dass man unentschlossen ist. Wie kann man es hier schaffen? Ja, hier wirklich mit den 9 der Münzen, die 9 der Münzen, die beglückende Begegnung, sagt man auch zu dieser Karte, ja. Das ist ein Gewinn, Zugewinn, eine Überraschung, eine plötzliche, fröhliche, gute, liebevolle Wendung, die man hier herbeiführen will. Und mit den 2 der Münzen ist man hier vielleicht gerade wankelmütig. Wie machen wir es? Wie machen wir es? Wie kann ich es machen? Und ich meine, du hast an der gleichen Position die 8 der Münzen. Du sagst, wir können das nur zusammen schaffen. Und hier drüben ist jemand, der überlegt, was soll ich tun? Wie kann ich es tun, damit wir das hier hinbekommen? Weil das will man ja auch, ne? Ganz eindeutig. Und dann haben wir hier die 2 der Schwerter, sehr passend, die du auch hast, ja. Das ist so ein bisschen so ein Zweifel. Man ist unentschlossen, man ist blockiert. Ja, die 2 der Schwerter ist auch ein Zweifel. Wie kann ich hier vorgehen? Da denkt man drüber nach. Ja, zum Glück haben wir hier noch die Welt. Ja, das heißt, ihm wird hier schon eine Idee kommen, weil die Welt ist eine Karte, die steht für die Wiederbelebung der Liebe auch. Ne? Das ist das wundergefundene Paradies. Das wiedergefundene Paradies. Hier ist man am Ziel. Mit der Welt ist man am Ziel angekommen und hier überlegt jemand, wie können wir das hier schaffen? Ja, was kann ich tun? Man möchte hier auf jeden Fall mit den Münzkarten, ja, möchte man hier wirklich aufrichtig, aufrichtig, vielleicht um Treffen beten, ne? Die 9 der Münzen, die beglückende Begegnung, die man hier hat. Wie kann ich es tun? Kann ich hier wieder zurückkommen? Wir haben hier 2 Zweier. Hier geht es um eine gewisse Balance in Geben und Nehmen und eine gewisse Balance auch darin,
die Zweifel hier loszulassen. Auch dein Gegenüber weiß nicht so richtig, wie er es schaffen soll. Das Einzige, was hier klar ist, ist mit der Welt, dass man hier am Ziel ist. Er weiß, dass er bei dir am Ziel ist. Ja, er weiß nur nicht, wie er dorthin kommen soll. Ne? Und die Welt zeigt hier an, er ist ja eigentlich schon da. Ja, also er macht sich ja auch sehr, sehr viele Gedanken. Ja, es kann sein, dass das hier auch von dir rüberschwappt. Ne? Ach hier, Mensch. Was ist denn auf seiner Herzebene, auf der Herzebene des Gegenübers hier gerade los? Die Sechs der Stäbe, gute Nachrichten. Warte, 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 der rechte Zeitpunkt. Zur rechten Zeit. Und die Fünf der Schwerter. Also er kämpft hier sehr mit sich. Ne? Er hat einen starken Konflikt hier zu verzeichnen. Er hat einen starken Konflikt zu verzeichnen in seinem Inneren. Ihm kommt hier also quasi wirklich eine Erleuchtung. Er hat hier einen Geistesblitz. Ihm wird hier etwas klar. Wir haben die Sechs der Stäbe, die stehen für gute Neuigkeiten. Die stehen für einen Sieg. Wir haben die Sieben der Münzen, die hier zeigen, dass hier etwas sehr langsam wächst. Ja, sehr langsam. Und das ist das Problem an dieser Kiste. Und damit geht für mich diese Legung ganz stark in Resonanz zu unserer Legung von gestern Abend. Ne? Wo willst du hin? Ja, es ist ein starker Konflikt. Man möchte hier mit den sechs der Stäben, das ist ein schnelles Vorangehen, das ist schnelle Kommunikation, das ist Sieg, Anerkennung und auch eine Rückkehr. Mit den Sieben der Münzen ist angezeigt, dass hier muss man warten, hier wächst etwas langsam, man braucht Geduld, ja, schnelles Vorankommen mit Feuer, mit Leidenschaft. Die Sieben der Münzen, wir warten auf den richtigen Zeitpunkt. Das ist eine Geduldsprobe. Hier reifen Erkenntnisse heran. Und er macht sich hier mit den Fünf der Schwertern, das ist wieder Fortunis, nicht so Lieblingskarte. Er scheitert hier einfach. Er scheitert hier zwischen, wann ist der richtige Zeitpunkt? Er lässt sich zu lang Zeit. Er möchte, aber er lässt sich zu lang Zeit. Jedes Mal. Das ist nicht das erste Mal, weil die Fünf der Schwerter, das ist ein Scheitern. Er ist niedergeschlagen. Und wir sehen hier auch direkt mit den Fünf der Schwertern, die Karte warnt uns immer auch von einer Falle. Die Falle, ja, ist in dem Fall dieses zu lange Warten mit Aktion, mit Kommunikation. Zu lange warten, bis etwas reif ist, ja. Also er steckt hier wirklich so ein bisschen auch zwischen den Schuhen. Das kann auch sein, zwischen den Stühlen, zwischen den Schuhen steckt er, ne. Das ist keine so schöne Energie, ne. Also auch er hat hier Zweifel. Er weiß, was er an dir hat. Er weiß, dass er bei dir zu Hause sein könnte. Er weiß nicht, wie er da hinkommen soll. Er weiß nicht, wie er dort hinkommen soll. Er wartet zu lang, es wächst etwas auf seinem Herzen heran. Er spürt dieses Gefühl von, ja, das ist er, ne? Mit den Sechs der Stäben. Das ist auch eine Karte, er fühlt hier, ja, jetzt habe ich es endlich geschafft. Wenn ich noch ein bisschen Geduld habe, dann schaffe ich es, dann werde ich das besiegen, diesen Kampf, den ihr hier führt, den er auch auf der Herzebene führt. Und mit den Fünf der Münzen habe ich das Gefühl, dass er hier vielleicht auch verdrängt und versucht, gegen etwas anzukämpfen. Und das ist natürlich, ja, wenn es um Liebe geht, ein verlorener Kampf. Ne? Die Fünf der Schwerter ist der verlorene Kampf einfach. Hier gilt es wirklich, die Schwerter niederzulegen, auszusprechen, was man denkt, was man sich wünscht, was man fühlt oder auch was man nicht fühlt. Ja, das muss hier ausgesprochen werden. Ja, und das ist auf der Herzebene hier keine so schöne Energie. Was hat dann unterm Deck? Ja, der Knabe der Stäbe. Ne? Ja, das ist wieder ein Impuls. Das kann sein, dass er hier auf dich zukommt, ja, weil er schwingt schon in dieser Energie. Und er wird dir vielleicht sagen, wenn er mit dir spricht, dass es ihn wahnsinnig macht, ja, diese Gefühle zu haben, dass es ihn wahnsinnig macht, zu warten, dass er nicht weiß, werde ich jemals siegen können, werden wir es schaffen, werden wir das schaffen und wann, wie lange muss ich noch warten? Das ist ein
Soll ich vorwärts gehen? Soll ich warten? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Wann haben wir das hier gelöst, das Problem? Also hier gibt es offensichtlich ein Problem, ja. Er ist in einer Kommunikationsenergie und es geht hier ganz klar darum, dass man hier etwas nicht auf die Reihe bekommen hat, ne? Also ganz stark die Energie von der gestrigen Legung. Wo willst du hin? Ganz klar. Und hier kommt halt dieses Kühle zu dir rüber. Unter diesem Kühlen liegt hier aber sehr viel Gefühl, ne? Da möchte ich sehr gerne noch ein Kärtchen drauf werfen. Ein Risiko eingehen und die Chance nutzen. Ja, wird von seiner Seite her kommen, weil ich sehe hier bei dir, dass du wirklich sagst, nee, pff, ich kann nicht mehr. Ne? Ich kann hier nicht mehr, wenn es sein soll. Wenn es sein soll, wenn sich dieser Wunsch erfüllen soll. Und schau mal hier, wie wirklich Resonanz ich zu gestern, ne? Die Acht der Kelche. Ich glaube, dass du dich hier rausgezogen hast so langsam. Ne? Wenn ich das hier spüle, dann fühle ich, dass du ja vielleicht die Gefühle so langsam verblassen aufgrund der Zweifel, aufgrund der Kühle, die hier vielleicht zu dir rüberschwappt. Ne? Ja. Meine Lieben, hier muss jemand ein Risiko eingehen und wirklich mal eine Chance nutzen. Ja, weil, ja, das ist hier die vorherrschende Energie. Es hätte hier was Tolles werden können, aber wir haben es nicht hinbekommen. Ne? Meine Lieben, ich hoffe, ich konnte euch hiermit eine kleine Freude machen. Ich würde mich riesig freuen über einen Liebeskommentar. ein Like oder vielleicht sogar ein Abo. Schaut mal unterm Deck. Positive Gedanken und Manifestation bringen hier Good News für dich. Ne? Also ihr Lieben, ich wünsche euch einen ganz schönen Tag und wir sehen uns vielleicht heute Abend nochmal oder dann eben morgen. Und bis dahin sage ich liebste Grüße, eure Toni.